Dann töte ich ihn. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Den Kreislauf der Welt. Und dann falle ich um. Nein. Kapitel 3. Licht und Schatten. Pünktchen, Pünktchen. Ich hab nicht vor, jeden Punkt vorzulesen. Schluck, du. Du bist wach. Wie geht's dir? Das muss sich Lord Kumari berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Kann ich jetzt laufen? Okay, und hier sind Menschen. So. Lhasa. Das ist die Hauptstadt von Tibet. Geht es dir gut? Du hast sehr lange tief und fest geschlafen. Verausgabe dich nicht. Ist, damit du zu Kräften kommst. Hast du Lord Kumari gesehen? Er war äußerst besorgt um dich. Lord Kumari hat wunderbare Kräfte. Oder wundersame Kräfte? Hi, ich heiße Lucky. Gut, dass es dir besser geht. Hallo Polo, ich habe dich gerettet. Du warst bewusstlos, als ich dich fand. Ich mache mir große Sorgen. Woher kennen die meinen Namen? Ist ja unheimlich. Hallo? Wenn ich groß bin, werde ich als Mönch Lord Kumari beschützen. Lord Kumari prophezeite dein Kommen. Du bist der, der das Schicksal der Welt in Händen hält. Stirbt Lord Kumari, wird er wiedergeboren. Geboren zurückkehren. So hat er in verschiedenen Körpern die Entwicklung der Erde verfolgt. Du bist endlich aufgewacht, Polo. Ich bin Lord Kumari. Bleib in Lhasa, bis es dir besser geht. Hier bist du sicher. Du wirst bald wissen, was du zu tun hast. Du kannst nun nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Nimm dies an dich. Es ist einer der ältesten Zauber von Lhasa. Polo hält den Knochenzauber. Ist natürlich ein bisschen traurig, dass wir nicht mal mit denen reden können. Mönch, Lord Kumari, Mojo ist angekommen. Kumari, ich weiß, bitte ihn zu mir. Oh, du bist es. Bist du doch noch aufgewacht? Gut geträumt? Ich gucke mich erstmal überall um. Grunz. Ah, die Schneemänner kann ich zerwerfen. Hallo? Mojo ist ein weitgereister. Mojo ist ein weitgereister Mann und erzählt uns viele Geschichten. Entschuldigung, habe ihn falsch ausgesprochen, den Namen. Lord Kumari war früher der Lehrmeister von Mojo. Mojo unternimmt viele Reisen, nur selten trifft man ihn noch in Lhasa.
Und hier in diesem buddhistischen Tempel kann man speichern. Lange irrte unsere Seelen herum. Doch dann kehrten wir in Körper zurück. Was geschah, hängt mit einem vergangenen Ereignis zusammen. Die Gegenwart ist bestimmt durch Geschehnisse in früherem Leben. Ja, wir können ja auch dran rumklettern. Tja, wir haben wohl nur... Yaks sind wichtig. Sie transportieren Dinge und geben Milch und Fleisch. Außerdem kann man auf ihnen reiten, wenn sie wollen. Ja, wirklich sehr nützlich. Wo kommst du her? Erzähl mir von dir. Nutzen wir doch mal die Gelegenheit, um zu speichern. Majo. Ah, endlich wieder da. Hallo Fremder, vielleicht können wir uns später unterhalten. Wenn du mit mir reden willst, musst du dich noch etwas gedulden. Okay, folgen wir mal. Majo seufzt. Ich mache mir Sorgen um meine Enkelin. Kumari, du meinst Mailin? Leidet sie immer noch unter dem Tod ihrer Eltern? Majo, ja, ständig kehrt sie zu dem Unglücksort zurück. Sie hat die Gabe, Illusionen zu schaffen, die sie für real hält. Auch andere Menschen nehmen diese Illusionen wahr. Majo, du bist Polo. Doch Kumari erzählte mir bereits von dir. Ich sprach gerade von meiner Enkelin. Ihr Name ist Mailin. Sie lebt mit ihren Eltern in Luran. Doch dann kam der Krieg. Also sie lebte. Jetzt lebt sie bei mir. Doch sie vermisst ihre getöteten Eltern. Daher spielt sie den ganzen Tag in den Ruinen Lurans. Wo Luran liegt? In der Wüste nordöstlich von hier. So sagt man zumindest. Ich war noch nie dort. Mailin hat mir nie den Weg verraten. Okay, gucken wir mal danach. Na gut, ich hätte jetzt auch außen irgendwie runterspringen können, aber... Nordöstlich von hier. Polo, boah, ein Sandsturm. Ich kann kaum etwas sehen. Hey! Polo, wer war das? Warte! Duran! Ah, warum kennt er nicht den Weg nach Luran, wo seine Enkelin ist? Das soll eine verlorene Stadt sein? Ha, wovon sprichst du? Merkwürdig, nur tagsüber sind alle Leute glücklich. Alles scheint nur eine Illusion zu sein. Temjin. Ich heiße Temjin. Ich bin der reichste Mann von ganz Luran. Dennoch bereitet mir etwas Sorge. Willst du hören, was mich bedrückt? Okay. Polo, was bedrückt dich? Temjin. Ich sorge mich darum. Was
aus meinem Vermögen nach meinem Tod wird. Was soll ich tun? Nimm es mit. Polo, ganz einfach, nimm es mit ins Grab. Es ist dein Geld. Timjin, das ist ein guter Vorschlag, Fremder. Danke, jetzt muss ich mir nicht mehr andauernd Gedanken machen. Ja, also, ich habe das gesagt, wie ich schon etwas vorhab, praktisch. Den ganzen Tag schufte ich, niemand dankt es mir. Ich sprach nur mit mir selbst. Vergiss, was ich sagte. Malins Haus liegt direkt hinter diesem. Gehe durch die Hintertür zu Malin. Das geht schneller. Ja, man kann ja auch durch Kamine kriechen. Also in Kamine. Ist ja eigentlich merkwürdig, dass die uns alle verstehen. Dass alle Menschen hier die gleiche Sprache sprechen in Terranigma. Aber anders kann es ja eigentlich nicht sein, sonst. Maiden. Beziehungsweise wir können natürlich nochmal die Eltern ansprechen. Bist du auf der Reise? Wir haben nicht viel, doch sei uns Gast. Unser Gast, oder willst du etwas Bestimmtes? Wo ist Maiden? Ich suche nach dem Mädchen Maiden. Malins Mutter, ein Freund von Malin, sie ist zu Hause. Kicher, kriech doch in den Kamin hinein. Willkommen, wenn du möchtest, erzähle ich dir von dieser Stadt. Ah, Polo hält ein Kristall. Okay. Malin, was willst du? Wer hat dich geschickt? War es Majo? Ich lebe hier mit meinen Eltern und bin glücklich. Das ist mein Zimmer. Da hast du nichts zu suchen. Verschwinde, verlass auf der Stelle die Stadt. Ich lebe hier mit meinen Eltern und das Zimmer. Heul. Malin. Debbie, lass ihn los, komm her. Okay. Warte mal, haben die Eltern oder die Mutter oder so noch was zu sagen? Tut mir leid, Marlene ist merkwürdig in letzter Zeit. Was ist in sie gefahren? Sonst ist sie immer so ruhig und freundlich. Willkommen, wenn du möchtest, erzähle ich dir von dieser Stadt. Tja. Eigentlich, was mich wundert, ist, wenn da ein Typ auf Reisen ist, wie kann Marlene dann bei ihm leben? Das soll eine verlorene Stadt sein? Haha, wovon sprichst du? Bist du ein Reisender? Ich wurde früher als Mönch ausgebildet. Ich fühle, dass die Dunkelheit diese Stadt bedroht. Ich bin schwach, blieb aber hier, um andere zu warnen. Freue dich, wer weiß, was morgen geschieht. Aber kann auch unter Theken und überall durchkriechen. Das ist schon eine recht große Stadt. Ein Ratschlag, einige Dämonen kämpfen in Formation. Um sie zu besiegen, brauchst du eine schlagkräftige Waffe. Nutz den Flammenspeer, um Monster in kalten Städten zu bekämpfen. Laden. Willkommen.